Es nervt mich irgendwie, dass ich das gute Foto genommen habe. Hopp, geht's jetzt weiter? Hier in der Lagerhaus 17 ist doch was. Komm schon, erzähl. Alter, ich weiß doch, dass die da sind. Verdammt, Mann. Muss ich jetzt wirklich wieder rumfragen? Mal schauen, wie schaut's mit dir aus? Entschuldigung, ihr schaut auch alle gleich aus. Was ist mit dir, Dicker? Ja, dann machen wir halt wieder das Spielchen mit allen Labern. Ja, so schaust du aus. マッドエンジェル、マッドエンジェル、何者?柄の悪い、そいつらがど、そう、夜になると、そうですか。 Ich höre, treffen die Biker sich nachts. Sind sie das? Okay, also nach der Schicht halt einfach. Ist jetzt auch nichts Spektakuläres oder so. Kann ich hier was kaufen? Scheiße. Hishitaka-san. Ryo-kun. マッドエンジェルスの。マッド?見たことない。ごめんね。そうですか。 Ja, das hatten wir ja schon mal. Ja, gut, die Pause ist dann eh fast rum. Jetzt laufen wir nochmal außen rum. Und schauen, ob irgendwas passiert. Ach, die laufen mittlerweile alle ein bisschen rum, scheinbar. Die Dose wie in Kanada. Achso, ja, stimmt. Die Mutter ist in Vancouver, ne? Tom. Hey. Chotto, kikita. Mad Angels. I don't know. Ryo. Uwasa de kikita yo. Mad Angels wo sagashite ru te. Yatsura ni awanakya naranai. Ryu ga aru nda. No. Kakawara nai hou ga ii yo. Moshi yatsura no koto de nani. Sorry. So ka. So ein Scheiß. Ja, das typische Nachtsding hätten sie ja gar nicht erzählen brauchen, also das hätte ich wohl alleine auch gewusst. Solche Penner. Hör auf! Was? Wo? Ja, geh da rum, wo ist das? Ist das hier irgendwo gewesen? Oh nein, das war das da vorne, ne? Halbe Stunde Pause haben wir noch. Ah ja, genau. Warte, eins weiter. Mal schauen, ob der noch drin ist. Ich frage nach Gehaltserhöhung. Ich will das Dreifache haben. Okay, hier ist niemand. Warte mal, geht's dahinter? Nope. Und die Alte weiß ja eh nichts und sitzt scheinbar den ganzen Tag bloß da und liest irgendeine Zeitschrift. Fleißige Arbeiterin. Ah, aber dich könnte man nochmal nerven. Wie er schnell wieder rumdreht. Da bleiben. お前、ああ、その名前言っちゃ知ってるな。もう夜になるとバイクで集まってくるんすよ。夜か。 Ah, sehr gut. Na gut, dann warten wir jetzt mal kurz, hätte ich gesagt, bis die Pause rum ist. Ich finde es immer schade, dass er nicht einfach irgendwo trainieren kann. Interessiert doch keine Sau, ob er jetzt da irgendwo rumspringt oder nicht. Kann er sich da nicht konzentrieren? Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, während eines Kampfes kann er sich auch konzentrieren. Also kann man die Leute auch so weghauen. Meine Meinung, oder? Meine Meinung. Ah, gleich geht's wieder weiter. Quote haben wir so gut wie erfüllt.
もうこんな時間か? Ja klar, los geht's. 2 Uhr 1. Möchte mal wissen, wie schnell der seinen Stapler holt. So, darum. Ach so, da war eine Katze im Weg. Ich bin schneller! Ja, okay, dafür hat er mich aus dem Trott gebracht, du Arsch. Ach, als Staplerfahrer kotzt mich das so an, die so krumm hinzustellen. Otto. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe ihn so sehr gerammt, dass er sich aufgelöst hat. Na, wisst ihr, wie gut ich bin? Ich bin sehr gut. Die zwei, die wohl mal ausschauen, wenn sie Vermessungen machen würden. Ich wette, die machen eigentlich bloß ein Fotoshooting, weil sie bei Champions Next Topmodel mit, Japans Next Topmodel mitmachen wollen. Aus dem Weg. Meine Fracht ist viel wichtiger wie eure. Ich verlege Gehaltserhöhung. Money, money, money. Ich habe einen viel triftigeren Grund wie ihr, Geld zu sammeln. Und zwar Koks und Nutten. Hä? Ah, okay. War ein bisschen nah an der anderen Kiste. Das ist schon fast so gemacht, dass du es nicht schaffen kannst, ne? Also. Das ist 3, das heißt, wir haben jetzt noch 2 Stunden, 2,5 Stunden Zeit. Es könnte knapp werden. Otto. Ja, deswegen habe ich meine Gabeln auf Kopfhöhe. Damit ich euch den scheiß Schädel abreißen kann, wenn ihr mir auf den Senkel geht. Okay, mittlerweile verstehe ich die Leute, die wo gesagt haben, Alter, wenn sie an das Gabelstapler fahren, denken, Alter, haben sie keinen Bock mehr. Habe ich ein paar gelesen. Spiel super, Gabelstapler fahren für den Arsch. Macht am Anfang Spaß, das Rennen macht einen am Anfang Spaß. Aber jetzt bei der dritten Runde denke ich mal, wow, Alter, nervt mich nicht. Aber ist halt so. Ist halt leider so. Weil man halt eben auch diese Events machen muss. Aber einerseits, wenn in der Stadt eh nichts los wäre, mit Events oder mit irgendwelchen Sachen, was wir machen könnten, müssten wir ja sowieso irgendwie die Zeit rumbringen. Aber die hätten wenigstens machen können, wisst ihr, so Challenges einfach. Nichts rammen oder. Nicht rammen, sondern dann so. Ja, das ist eine Kiste, da ist Glas drin. Du musst sie vorsichtig ans Ziel bringen, ohne irgendjemanden zu rammen. Wobei das dann schon wieder fast unfair wäre, weil diese blöden Penner immer mitten aus dem Nichts auftauchen, ne? Mit Weitsicht hat es das Spiel nicht so. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Fällt mir ein, ich könnte ja eigentlich auch, wenn ich dann die Kohle habe, könnte ich in den einen Antiquitätenladen gehen und die Schriftrollen kaufen. Ist mir nämlich auch schon ein paar Mal nahegelegt worden, da reinzugehen und es zu kaufen. Und ich habe sie nicht vergessen, aber ja, nachdem ich eigentlich mit diesen Techniken, was ich momentan habe, ziemlich gut haushalten kann, fand ich es halt nie nötig. Ich bin ja gespannt, wie sie Shenmue 3 machen. Ich meine, das erste ist halt ein bisschen. Ja. Ihr wisst ja, welcher der Zeit und der ganzen Zeug mit dem Zeitmanagement ist ja der größte Kritikpunkt von den meisten Hefte.
An sich ist es ein schönes Spiel. Man muss es halt, denke ich mal, damals gespielt haben, um wirklich zu verstehen, was der... Wie sehr es halt manche mögen. Für mich ist halt gerade so ein bisschen so, ja, okay. Ich will die Story wissen, wie sie weitergeht. Aber von der Mechanik her, altbacken halt. Aber was willst du machen? Das ist ein Spiel von, was war es, 98, 99, 2000? Irgendwas in der Richtung. Und ich habe nachgeschaut, Dead or Alive kam vor Shenmue raus. Also warum haben sie denn das Kampfsystem übernommen? Nein, da müssen sie das Virtual Fighter Kampfsystem nehmen. Otto. Er löst dich auf, Mann, geh weg. Weil ich ja das letzte Mal gesagt habe, ey, warum nehmen sie denn ein schnelleres? Aber das hat wahrscheinlich die Technik nicht zugelassen. Ich meine, an sich wahrscheinlich schon ein Kampfsystem in so ein Spiel zu packen, war damals wahrscheinlich auch so schon... ambitioniert. Deswegen hat es ja so viel gekostet. Also, von der Herstellung her. Entwicklung. Ja, es ist langsam leicht einschläfern. Und mir fällt halt auch wirklich nichts mehr Gescheites ein. Das ist eine gute Schlaftherapie, oder? Otto. Alter, Polizist. Nee, Wächter. Oh, jetzt. Ja, ein Stündchen müssen wir noch rumbringen. Ja, okay, dann machen wir das so. Ja, dann stellst du doch höher, Mann. Will er ja nicht. So ein Sack. Der läuft immer noch im Kreis. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ermüdet mich gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, gibt's im zweiten Teil auch sowas? Ich glaube, der erste Teil hat ja 47 Millionen, glaube ich, gekostet. Bis dahin, glaube ich, das größte Projekt oder Haufen Geld, was verwendet wurde. Und das zweite war ja dann, glaube ich, auch in einer ziemlich oberen Region.
Das waren ja dann, glaube ich, auch waren es 100 oder 147 Millionen. Keine Ahnung. Wobei das zweite ja das erste nicht schlechter wie das erste ist, habe ich gelesen. Alter, dicke Austerbahn. Wie soll ich meine Quote schaffen, wenn ihr mir ständig auf den Sack geht? Ja, ich schaff bloß noch den da. Ja, wobei. Mich nervt es eigentlich fast, dass ich nicht alle schaffe, ne? Muss ich zugeben. Aber ich bin da gern perfektionistisch. Wenn ich mir selber aussuchen könnte, wie lange ich arbeite oder sowas, Alter, dann würde ich auf jeden Fall diese Kiste noch abliefern. Oh, wenn ich mir vorstelle, dass ich das wahrscheinlich noch zweimal machen muss, ne? Oh, fuck. Ja, super, jetzt schaffe ich es natürlich nicht mehr, ne? Ah, jetzt habe ich mir selber vermasselt. Otto. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott! Nee, kann ich vergessen. Das habe ich mir selber verbockt. Komm schon, komm schon. Ja! Alter! Wer ist der beste Staplerfahrer weit und breit? Keine Ahnung. Aber ich bin wahrscheinlich dabei. Hey, was geht es an? アルダ今日のバイト代だ。どうも。あんちゃん、ノルマ達成だな。明日から50円アップしてやるよ。荷物1個につき450円だ。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。はい。お疲れ様でした。アルダ、 Koks und Nutten, ich komme. So, und jetzt gibt's wieder hier irgendwo Stress. Wollt ihr Stress haben? Ich gebe euch Stress. Wollt ihr Stress haben? Klar gebe ich euch Stress. Wer ist das kleine Äffchen? Wer ist das kleine Äffchen? Keine Ahnung, ich laber gerade irgendeinen Mist daher, Alter. Warum stehen die da überall? Schaut aus, wie wenn sie an die Dinger pinkeln, ey. Bist du einer von den Mad Angels, oder? Ja, du schaust ja aus, wie wenn du dazu gehörst. Mann, jetzt lass mich doch endlich mal da rein. Wahrscheinlich muss ich jetzt warten, bis es dunkel ist. Und dann kann ich das machen. Ja, aber ein ziemlich viele Schwarze, Alter, für das ein japanischer Hafen ist. Also, nichts gegen Schwarze halt, ich meine halt nur, wirkt halt ein bisschen viel. Gehen wir halt mal hinter die Dinger und latschen da ein bisschen rum. Es ist niemand da. Keiner will mit mir kämpfen. Keiner will die Fresse versilbert haben. Außer die ein, zwei sind wieder dabei. Dann bekomme erstmal ich zweimal die Fresse versilbert und dann bekommen die aufs Maul. Ja, nachts treffen ist mir klar. Da ist der Mark! Marke. Ja, sogar. Ach, deswegen hält er da Ausschau? Nach seinem Bruder?
すいません。ん?マッテン、奴らお主。かなり危険な目に遭っとると聞いておるが。どうしても知っているんなら分かった。ここに奴らはいつも夜になると。夜か。わかりました。あまり無茶はす。 Bei der Kantine am Hafen, sehr geil. Na gut, ich könnte jetzt hier noch weiter rumlatschen, aber nachdem es jetzt alles nachts ist, unterbreche ich hier kurz und wir sehen uns dann wieder, wenn Nacht ist. Bis gleich.